Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute gibt es für euch mal einen kleinen RP-Glitch. Mit dem ist es euch möglich, innerhalb von 10 Minuten zwischen 50.000 bis 60.000 RP abzufarmen. Problem hierbei ist natürlich, wir brauchen einen zweiten Spieler mit dazu, der uns dabei hilft. Wenn ihr das habt, geht ihr erstmal in eine beliebige Sitzung rein. Wenn ihr dann in einer beliebigen Sitzung drin seid, egal ob öffentlich oder Einladesitzung, geht ihr dann anschließend einmal auf Online. Hier gehen wir dann auf Spielelisten und hier dann auf Erstellen. Wir müssen jetzt eine Spieleliste erstellen und abspeichern. Wir müssen dann hier auf Arena War gehen und bei den Rennen gehen wir nach ganz unten und markieren einfach das dritte und letzte Rennen. Theoretisch gesehen könnt ihr auch noch das zweite und das erste nehmen, aber das dritte reicht hier vollkommen aus. Danach gehen wir noch auf Spieleliste speichern. Ihr müsst der Spieleliste dann hier einfach nur noch einen Namen geben und mit der R2-Taste abspeichern. Anschließend geht ihr dann auf meine Spielelisten drauf und hier werden dann alle Spielelisten aufgelistet, die ihr jemals erstellt habt, und hier haben wir jetzt auch RP und ihr startet jetzt einfach dieses Rennen. Wenn ihr dann in den Einstellungen drin seid, könnt ihr die Anzahl der Runden jetzt einstellen. Wenn ihr 10 Runden einstellt, dann werdet ihr am Ende 50.000 rausbekommen. Wenn ihr 12 einstellt, werden das dann natürlich 60.000. Für jede Runde bekommt ihr immer 5.000 RP. Ihr könnt das Ganze auch höher stellen, aber ihr müsst bedenken, dass ihr jede Runde schneller werden müsst. Wenn ihr dann die Rundenanzahl eingestellt habt, ladet jetzt noch den Spieler ein, mit dem ihr das Ganze machen wollt. Bitte beachtet aber, nur derjenige bekommt die 5.000 RP, der die schnellste Runde fährt. Wir können das Ganze natürlich abwechselnd machen und auf 20 Runden stellen. So würde dann jeder beim Abwechseln immer 5.000 RP bekommen und am Ende 50.000 RP auf dem Konto haben. Wenn dann der Freund eingeladen worden ist, einfach die Einstellungen bestätigen, Fahrzeug aussuchen und das Rennen starten. Was gibt es jetzt bei dem Rennen noch zu beachten? Wie gesagt, ihr dürft jetzt die Anfangsrunden natürlich nicht zu schnell beenden, denn desto schneller ihr die dann fahrt, desto schwieriger wird das Ganze am Ende. Außerdem dürft ihr hier nicht zu lange AFK rumstehen bleiben, sondern müsst immer wieder diese Markierungen abfahren, damit ihr nicht inaktiv werdet. Solltet ihr einfach rumstehen und nichts machen oder nur rumfahren, ohne diese Markierungen einzusammeln, wird euer Fahrzeug automatisch Schaden nehmen, in die Luft gehen und dann hat natürlich der gewonnen, der am Ende noch übrig bleibt. Wenn ihr dann am Rundenende seid und ihr wisst, okay, hier ist jetzt die erste Runde zu Ende, schaut nochmal unten rechts auf eure Zeit. Wir haben jetzt hier gleich eine Zeit von ungefähr 1 Minute 27 und dann fahrt ihr durch dieses Ziel durch. Wenn dann die Runde beendet ist, kommt auch der Weltrekord. Ihr seht das, wir bekommen RP, wir sind jetzt Level 129 aufgestiegen und unten rechts wird jetzt immer der Weltrekord angezeigt. Bedeutet, die nächste Runde müssen wir schneller fahren als 1 Minute 27 oder halt der Freund, mit dem ihr das macht, muss jetzt schneller fahren als 1 Minute 27. So, wir stehen jetzt bei der zweiten Runde auch wieder vor dem Ziel. Wir müssen jetzt einfach schneller fahren, 1 Minute 24 und wir bekommen wieder 5000 RP. Und das könnt ihr jetzt einfach hintereinander weg machen. Sobald ihr dann bei der letzten Runde angekommen seid, hat dann der zweite Spieler noch eine begrenzte Zeit, um halt die Runden zu absolvieren, wenn er das noch nicht geschafft hat. Und danach kommen wir in die Ansicht der Spieleliste rein. Ihr bewertet die Spieleliste einfach, ob euch das Ganze gefallen hat oder nicht. Und damit ihr das Ganze gleich wieder starten könnt, ohne jetzt in die Einstellungen wieder reinzugehen und diese Spieleliste zu suchen, könnt ihr dann auch einfach Viereck drücken und dann wird diese Spieleliste einfach wieder neu gestartet. Das kann ein bisschen dauern. Ihr werdet dann auch ganz kurz mal vor der Arena einfach eingefroren dastehen, aber dann nach einer gewissen Zeit landet ihr dann wieder in den Einstellungen des Spieles, ladet wieder den Spieler ein und macht das wieder von vorne. Und das war's auch schon mit diesem kurzen Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.